Anaconda Dreams. Hallo, ich bin SCM Sammes. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Schlangenblock für Dummies. Heute machen wir da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Bei der Einrichtung und dem Zubehör des Terrariums, einigen Literaturtipps, anderem Zubehör und meinen Erfahrungen mit meiner Wetbox. Mit meiner vergrabenen Wetbox habe ich auf jeden Fall sehr großen Anklang bei meinen Schlangen gefunden. Auf der heißen Seite jeweils habe ich immer vergraben, liegen auch jeweils die Schlangen drin. Die Wetboxen, hier diese Tupperware, da ist feuchtes Moos drin, da ist Kajas Wetbox. Kaja hat hier gerade so ein bisschen den Deckel gelupft und das Substrat ist abgefallen, die werde ich gleich noch ein bisschen besser vergraben. Die Wetbox ist an der heißen Ecke, also sehr nah am Endstein, sodass das Moos immer schön warm und nicht so klamm ist. Diese Wetboxen sind der absolute Python-Renner. Ja, ich zeige euch das mal. Die liegen fast immer da drin, der Kleine. Da liegt er drin. Seht ihr? Da ist die Stange. Bewegt sich. Ich fand das jetzt doof, dass ich die Streu weggeräumt habe. Das ist klar. So, jetzt hat er wieder seine Ruhe. Und Kaja ist so groß, dass man gar nicht mehr groß rumrutschen muss. Da seht ihr, liegt sie zufrieden in ihrer Box rum. Ja, wer lauert denn da? Hallo, wer lauert denn hier aus seinem Loch? Hallo? Na, du Niedliche. Schaust du nach dem Rechten, ha? Würde ich auch machen. Wenn ich eine bekloppte Schlange wäre, würde ich es auch tun. Ja, hallo. Ich muss sagen, ich habe ewig nach einer neuen Box mit so Clipsen, so zum Zuklippen, geguckt. Weil Kaja ja so fett geworden ist, dass sie in die alte Box nicht mehr richtig reinpasst. Das ist halt das Problem, wenn man so fett geworden ist. Dann hebt man immer die Box an. Dann passt man gar nicht mehr in die Box, wenn man so ein Fettpython geworden ist. Ich habe deswegen so lange geguckt, weil ich nicht in der Lage war, die richtige Größe zu finden. Diese Clipsdinger waren entweder ganz riesig und ganz hoch, sodass ich die nicht vergraben kann, oder irgendwie total klein und flach. Also es war zum Wahnsinn. Ich meine, das hier ist ehrlich gesagt fast ein bisschen klein für Kaja. Kaja ist irgendwie unglaublich mörderisch gewachsen. Von daher, das ist wirklich eine knappe Angelegenheit, ist aber das Beste, was ich irgendwie für meine Zwecke gefunden habe. Leider irgendwie etwas teurer, als ich wünschte, weil es ist ein Deckel für drei so eine komischen Boxen. Die anderen beiden sind wieder zu flach. Naja, was will man machen? Das mit diesem Deckel anheben ist Mist. Das Moos trocknet halt viel zu schnell aus. So, dann schauen wir mal. Müsste Kaja eigentlich schaffen. An diesem Sphagnummoos habe ich jetzt so ein ganz kleines Stückchen abgebrochen. Also wenn ihr das Richtige habt, das ist sehr ergiebig. Ich habe hier warmes Wasser reingetan, das tue ich jetzt hier mal rein. Dann wird sich das auf ein Vielfaches gleich vergrößern. Also man ist eher in Gefahr, das zu verschwenden. Also nimmt erstmal kleine Stücke. Falls das nicht reichen sollte, kann man ja immer noch dann mehr nehmen. Da ist ein bisschen mehr warmes Wasser. So, das kleine Stückchen. Schaut mal, das ist noch gar nicht richtig aufgeweicht. Jetzt saugt sie schon voll wie doof. Das lassen wir jetzt hier erstmal ganz schön eine Weile lang liegen. Halbe Stunde. Ich habe jetzt das ziemlich wieder ausgewrungen. Kann man richtig ausbringen. Das soll feucht sein, nicht komplett nass. Und ihr seht, wie riesig dieses winzige Stückchen. Große Box. Die ist komplett voll. Ich hoffe, Kaja passt überhaupt noch rein. So, Clips. Clips. So, und jetzt hoffe ich, dass das mal hält. Die alte Box, die ich jetzt aussortiert habe, ist viel größer. Da hat sie halt immer den Deckel abgemacht und es ist halt immer trocken, dieses Moos. Ich hoffe, sie passt da rein. Das werden wir jetzt ausprobieren. Mit Wohlwollen stelle ich fest, dass Kaja in der neuen zugeklipsten Box liegt. Diese Wasserschalen
sind tatsächlich Trinkschalen und Verstecke. Königspythons baden nicht. Wenn so ein Königspython anfängt zu baden, dann habt ihr entweder zu wenig Feuchtigkeit im Terrarium, dass er sich das tatsächlich durch so ein olles Bad holen muss, oder die Schlange ist irgendwie krank, hat vielleicht Milben oder sowas. Also diese Dinger sind tatsächlich dafür da, ich habe es im letzten Blog schon beschrieben, um ein bisschen für Luftfeuchtigkeit zu sorgen, und vor allen Dingen verstecken sich die Schlangen sehr gerne darunter. Ihr könnt euch keinesfalls ein Haustier anschaffen, das so sensibel ist wie eine Schlange, ohne euch belesen zu haben. Deswegen lest euch was an. Die beiden Bücher sind eigentlich beide ganz gut. Beim Kölpin gefällt mir ganz gut, dass er auch ein bisschen beschreibt, wie die halt tatsächlich auch in der Natur leben. Das finde ich ganz gut. Dass er einfach auch mal Habitate zeigt und nicht nur Terrarium, Klimatabellen. Ganz interessant, die Klimatabellen zu sehen. Es wird nämlich teilweise im Winter ganz schön kühl in den entsprechenden Ländern. Er hat eben auch so ein paar Fotos von Schlangen in der Natur. Das finde ich ganz interessant. Wenn man sich eine Schlange hält, sollte man sich auch ein bisschen damit beschäftigen, wie würden sie denn leben, wenn sie Natur wären. Dieses hier ist noch ein bisschen ausführlicher, gefällt mir ganz gut. Das Einzige ist, diese Bücher sind teuer und finde so ein bisschen nervig, dieser Teil des Buches, diese Seiten hier. Da geht es um das Interessante, das Terrarium, Charakter, wie sollte man sie halten und so weiter. Und dieser Teil vom Buch, also wirklich das meiste, das finde ich ein bisschen nervig, da geht es um die Farbmorphen. Da gibt es jedes Jahr 5 neue und da jeder Züchter labert von seinen Farbmorphen, weil die kann er ja teuer verkaufen. Also das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht so richtig. Das finde ich so ein bisschen nervig, wenn so ein Buch irgendwie nur über diese scheiß Morphen hier geht, weil da guckt ihr im Internet, was euch gefällt, und dann guckt ihr bitte, welche gesund sind, und nehmt die gesunden Morphe. Also da finde ich so ein bisschen viel über Morphe, wenn man so überlegt, das ist ein sauteures Buch. Wenn man dann irgendwie feststellt, dass natürlich 3/4 davon dich nicht interessiert, ist schade, aber ich finde sie trotzdem beide empfehlenswert. Kann ich euch beide ans Herz legen, auch um ein bisschen über das Wesen des Königspythons zu erfahren. Was ich wirklich auch ganz gut als weiterführende Lektüre finde, ist das hier. Und insbesondere, wenn man sich für Schlangen interessiert, ist halt mein Hauptinteresse das hier. Hier geht es dann wirklich so ein bisschen um ganz viele physiologische Sachen, evolutionsgeschichtliche Sachen, Verhalten und so weiter. Zusätzlich vielleicht noch interessant, beide Bücher habe ich recht preiswert bei Amazon bekommen. Hierbei finde ich das hier oberflächlicher. Das hat sehr viele sehr schöne Bilder und zählt dann einfach sehr viele einzelnen Rassen auf und sagt was dazu. Ist schon ganz interessant, ist aber immer so ein kleines bisschen mehr an der Oberfläche. Und natürlich interessant, wenn ihr euch für auch andere Reptilien, Amphibien interessiert, Unterschiede zwischen denen etc. etc. Etwas detaillierter ist dieses hier von Roland Bouchot, Schlangen. Ihr seht hier Evolution, Anatomie, Physiologie, Ökologie und Verbreitung, Verhalten, Bedrohung und Gefährdung, Haltung und Pflege. Das ist alles von Herpetologen geschrieben. Da ist auch wirklich viel Erklärung und viel Text und wirklich viele spannende Sachen, evolutionsgeschichtlich, wann hat sich wie, was entwickelt, Gehirn etc. Wenn man einfach ein bisschen mehr wissen will, finde ich ein sehr gutes Buch. Aber bei allen Büchern ist es so, es ist immer die Frage, je mehr ihr wisst, je mehr ihr an Allgemeinbildung oder eben spezieller Bildung habt, desto mehr werdet ihr rausfiltern können, was stimmt und was nicht stimmt. Die sind schon ganz gut fundiert. Die sind auch von Fachleuten geschrieben. Aber hier fällt mir zum Beispiel auf, hier sind zum Beispiel Tabellen über Schlangenarten. Und wenn wir hier die Riesenschlangen nehmen, dann haben wir hier den Python regius, wie ihr seht. Dann gibt es verschiedene Spezifikationen. Das ist ganz interessant alles. Aber hier sieht man zum Beispiel, bei Ernährung ein reines S für Säugetiere. Andere haben hier Vögel und Säugetiere. Da wäre ich vorsichtig. Es gibt ja auch Studien, die sagen, dass Königspythons auch schon mal Vögel essen. Aus meiner Erfahrung von meinen Schlangen kann ich nur sagen, die klettern wie die Verrückten. Die klettern auch richtig gut. Ich würde das nicht ganz ausschließen. Wo es mir vor allen Dingen aber auffasst, ist hier, dass hier die Größe angegeben ist mit 100 bis 120 Zentimetern.
Und das, würde ich schlicht und einfach sagen, ist definitiv zu klein. Ein Königspython wird größer als das. Kaya ist letztens hier entlang gekrochen, ja? Da an diesem kleinen Terrarium. Und obwohl sie geschlängelt war, war sie um ein gutes Stück länger als dieses 120x60x60 Terrarium. Also sie ist irgendwo zwischen 1,20 und 1,33 und ist erst 2 Jahre alt und wächst ihr ganzes Leben lang. Der Kleine hat 50 bis 60 Zentimeter und ist 3 Monate alt. Das ist zu klein angesetzt. Ich habe gelesen, die können bis 1,50 Grad die Weibchen, im Extremfall sogar bis 1,80. Es ist individuell bestimmt unterschiedlich. Auch aus den afrikanischen Ländern sind sie in einigen Regionen größer und so weiter. Was ich nur sagen will, ihr könnt nie, wenn ihr was lest, jedes einzelne Wort, jede einzelne Messung für bare Münze annehmen. Da einfach erstens mal es jeden Tag neue Forschungsergebnisse gibt und verschiedene Meinungen. Jemand kann toller Experte für Reptilien sein, aber für das eine, da kennt er sich nicht so gut aus wie mit anderen. Aber dieses Buch gibt wirklich über ganz viele Sachen, von Hirnfunktionen, über Bewegungsapparat, über wie sehen Schlangen etc. Wo kommen sie her? Familien, evolutionsgeschichtlich. Gibt das wirklich einen sehr, sehr schönen Überblick so über die Schlangen? Das ist schon wirklich ganz interessant, finde ich. So eine Waage ist eine gute Sache. Und da Kaya gerade Geburtstag hatte, gestern ist Kaya 2 geworden, ist jetzt kräftig über 1,20 lang. Sie ist, wie gesagt, eine Schlange, die verdammt gut ins Futter geht. Deswegen werde ich sie jetzt praktischerweise einfach in ihrer Wettbox wiegen. Wenn sie heute Nacht aussteigt, dann werde ich mal die Wettbox mit dem Moos wiegen und von dem Gewicht abziehen. Och, das ist ja gar nicht so wild. Die hat seit ihrem letzten Geburtstag gar nicht so viel mehr draufgelegt. Ein paar hundert Gramm. Das finde ich jetzt ganz in Ordnung. Kayas Box ohne Kaya. Ungefähr 360 Gramm. Das ziehen wir jetzt wieder ab. Der mickrige, da liegt er, wiegt mit Box 400 Gramm. Wunderbar. Die Box ohne Nira 403 minus 213, so nehmen wir das jetzt, sind 190 Gramm. Die wiegt Nira. Was bei mir nicht so ganz zum Einsatz kommt, ist diese Futterpinzette, weil Kaya entweder selber jagt oder ich einfach bei beiden die Maus ins Terrarium setze und dann schnappen die sich die. Pinzettenfütterung finden eigentlich beide eher irritierend, ist ja auch sehr unschön für die Maus. Also ich meine, natürlich ist Sterben auch unschön für die Maus, aber wenn die einfach so rumlaufen für sich macht, zack, und die Schlange schnappt sie, dann geht das schnell. Wenn die da am Schwanz an der Futterpinzette hängen, dann sind die in Tod. Todesangst. Eigentlich normalerweise füttert man mit so einer Futterpinzette. Ich setze die meistens einfach eher ins Terrarium und gut ist. Und falls ihr lebend verfüttert, gehört natürlich auch ein ordentliches Mäusehabitat dazu. Da sind einige drin. Das ist ein Männchen und ein paar Weibchen, weil ich Nachwuchs züchten will. Habe ich fast ein bisschen zu mäusefreundlich eingerichtet. Darunter ist eine Hütte. Das haben die sich auch völlig zugegraben. Was machen die mit dieser Hütte? Graben die zu und machen sich ein Mauseloch davor. Pfosten. Das sind Mäuse drunter, wie ihr seht. Das sind recht niedliche. Es sind mehr, da sind gerade nur 2 von denen unterwegs. Das ist deswegen sehr schwierig, weil die sich so gut verstecken können. Und falls du eine bestimmte Maus verfüttern willst, dann, boah, da suchst du dich dumm und dämlich. Aber das ist auf jeden Fall für die Mäuse ganz gut. Weil, wie gesagt, jetzt züchtig, dann leben die auch ein bisschen länger bei mir und dann sollen die auch ordentlich leben. Und achtet ihr darauf, dass sie gutes, hochwertiges Futter kriegen. Da liegt jetzt auch ein kleines bisschen Hundefutter mit drin, Trockenfutter. Das ist für die hoffentlich schwangeren Mäuse. Die können diesen Proteinschub gebrauchen. Was Frisches kommt da auch täglich rein, ne? Möhre oder Salat oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt auch gerade sehr süße Mäuse. Das tut dann zwar einem leid, die zu verfüttern, aber ehrlich gesagt, um die zu halten, ist es ja netter, man hat süße Mäuse, weil die stinken wie die Pest. Das ist etwas unangenehmer an diesen Viechern. Ihr seht, hier ist ja auch alles voll geschissen und also Wahnsinn, was die für einen Dreck und Gestank machen. Und dann ist mir lieber, dass sie süß sind, wenn ich sie halte, als dass sie hässlich sind. Übrigens, ich habe jetzt diese richtigen Farbmäuse. Die kosten etwas mehr als diese weißen Albinos, aber die sind nicht so Inzest und alles geschädigt. Das merkt man auch. Die sind viel schneller, viel agiler, viel schwieriger zu verfüttern, weil die wie die Verrückten durch die Gegend rasen. Aber die sind halt auch viel gesünder und im Endeffekt kommt die Gesundheit des Futtertieres auch bei der Gesundheit der Schlange an. Damit ist jetzt sowohl unterstützt, dass diese Mäuse vernünftig gezüchtet worden sind, also verantwortungsvoll,
als auch, dass die Schlange was Ordentliches zu essen kriegt. Den finde ich auch sehr niedlich. Ich glaube, den behalte ich einfach als Zuchtmännchen, wenn er sich als potent erweist. Ein zweites Männchen, der war sowas von brutal. Der hat alles angefallen und die Mäuse richtig vergewaltigt. Der war richtig widerlich. Der ist jetzt in Niras Magen. Deswegen liegt der gerade so schön in seiner Box, weil der verdaut gerade das Brutalo-Männchen.